Die Finissage von Leo Seck am 3. Juni 2012 in Altenmittlau beim Kunst- und Kulturverein Freigericht wird geprägt durch Leos grafische Malerei, durch die passende Live-Musik der Gruppe Zeitlos, durch die brillant vorgetragene Würdigung von Leo Seck durch Günter Krause und durch die finale Präsentation der Klangräume 3 und 4 mit dem jungen Musiker Robin Schwarzfeld. Der 3. Juni 2012 ist ein total verregneter Sonntag. Und es ist zu befürchten, dass sich nur wenige Besucher aufmachen, dem Finale von Leos einwöchiger Ausstellung in Freigericht beizuwohnen. Und ich versuche schon ein bisschen leiser zu spielen. Sowohl die einleitende Vernissage als auch die finale Finissage wird mit den Klängen von Musikern untermalt. Das entspricht Leos Intention, Bild und Klang in Einklang zu bringen. Mir persönlich gefällt das besonders gut, wenn mir auch auffällt, dass die im Veranstaltungsplakat angekündigte Gruppe Fragile mit Harry Wenz und Georg Fiehl nicht in Erscheinung tritt. Einem Absage-E-Mail an Leo entnehme ich, dass hier wohl persönliche Eitelkeiten verletzt wurden. Künstler sind sensibel, im Guten wie im Schlechten. Aber egal, Leo hat mit Robin Schwarzfeld einen guten Ersatz gefunden. Weniger ist manchmal mehr, sagen kluge Leute. Ob das auch auf die Anzahl und das Interesse der heutigen Ausstellungsbesucher zutrifft? Ich vermute ja. So, wenn ich vorstellen darf, mein Freund und Kollege Günter Krause. Bilder sind reine Grafik. Leo Sechs Bilder sind reine Malerei. Eine Hommage an das Sichtbare. Widersprüchlich hört sich die Behauptung an, dass
dass in diesen Arbeiten etwas verborgen wird, das Schema an, nach dem sich das Sagbare und das Sichtbare in diesen Ländern berühren, sondern dass das Sichtbare sich neben und zwischen der Sprache bewegt, Verbindungen und Trennungen zu benennen, scheinenden Flächen wie ein Echo im Abglanz fast verwehter Fernen. Moment. Der heutige Redner Günter Krause war mir bisher nur als stets freundlicher Lehrerkollege an der Kopernikusschule Freigericht bekannt. Dass er auch freundliche, anspruchsvolle Texte entwerfen und eloquent vortragen kann, das fällt mir erst heute bei Leo VI Finissage auf. Ich bin tief beeindruckt. Das hier gezeigte Werk von Leo VI ist eher konzeptioneller und, ja, wir wollen es so nennen, demokratischer Natur. Das beste Handwerk ist das, das nichts vom Handwerk verrät. Und gegen Freude durch ihr eigenes Dasein. Ich möchte ankündigen, im Anschluss spielt die Gruppe Cyprus, Roland, Thomas Zaschka, also gut überhörbar, aber auch super. Ich habe ja auch für mich eine Überraschung, soweit ich weiß, hatten wir schon 3 Kompositionen.
Das Sehen, das Hören, die gesamte Wahrnehmung der Menschen kann sehr unterschiedlich sein. Dass die hier im bewegten Bild festgehaltene Vorführung allen gefällt, das bezweifle ich. Doch mir persönlich schon. Deshalb halte ich mit der Kamera lange drauf. Dennoch trifft diese auf der sprachlichen Ebene gegenläufige Aussage auf die Wirklichkeit dieser Dinge exakt zu. Sie gibt das Schema an, nach dem sich das Sagbare und das Sichtbare in diesen Bildern berühren. Wesentlich für das Verständnis der Arbeiten von Leo Seck ist die Einsicht, dass die Logik des Sichtbaren nicht den Regeln der Sprache folgt, sondern dass das Sichtbare sich neben und zwischen der Sprache bewegt, in anderen Räumen und in anderen Zeiten. Sprechen über Bilder heißt deshalb auch zunächst beschreiben, die Grenzen des Sagbaren zu bestimmen, Berührungspunkte und Schnittstellen der Verbindungen und Trennungen zu benennen, Formen zu bezeichnen. On the 12th of January, 1992. Ja.
können Strahlen im Hintergrund nicht in durchscheinenden Flächen der Echo im Abglanz fassen. Stellen und Versprechen sind eins in diesen Bildern, deren Gegenwart stets vom Klang der Ferne durchziffert ist wie das Wehen eines Schleiers. In der Verwandlung, vage und schemenhaft, entzieht sich die Gewissheit dem Blick. Der Horizont, die Linie zwischen dem Himmel und der Erde, entzieht sich dem Ort. Die Trennung wird zur Verbindung. Anwesenheit und Abwesenheit, Nähe und Ferne, Flüssiges und Festes, Mattes und Glänzendes, sind Momente innerhalb einer Wahrnehmung, die transitorisch ist, zwischen dem Entweder-Oder, das sowohl als auch entdeckt. Gefüge, die aus Ungleichgewichten von horizontalen und vertikalen Teilungen bestehen, sorgfältig austariert durch die verschiedenen Farbwerte und Farbtemperaturen, erzeugen ein schwebendes Gleichgewicht, in dem Disparatheit und Diskontinuität zum Einstand kommen. Die Bilder Leo 6 sind Ansichten des Sichtbaren, eines Sichtbaren, in dem sich Anwesendes und Abwesendes treffen für einen Augenblick. Doch gerade dies ist es, was befremdet und irritiert, aber gleichzeitig auch die spezifische Qualität dieser Bilder ausmacht, die wie in sich verkapselt und gespiegelt sind und sich nur dann erschließen, wenn ihre Wahrnehmung mit ihrer Wahrnehmung identisch wird. Unzeitgemäß will erscheinen, dass sich in diesen Bildern nicht alles enträtselt und entschlüsselt und im Sichtbaren entdeckt, sondern dass das Sichtbare hier die Aura des Verborgenen empfängt, aus der es sich nähert. Und dann und nur die Wahrnehmung des Sichtbaren. Beinhaltet stets neben der Reflexion auch eine Reflexion in die Form der Wahrnehmung. Diese Werte geben Aspekte des Sichtbaren wieder und nicht das Sichtbare selbst. Sie erfassen im Sichtbaren das Jenseits, das Sichtbare nicht. Trotzdem unter bestimmten Voraussetzungen, dass Konstellation sichtbar werden kann, in dem Raum und Zeit den Blick einverleibt. Im Zeitalter der Bildstoffen, in dem sich alles im Sichtbaren auflösen lässt, in dem das Sichtbare selbst zum allzu Sichtbaren geworden ist, das ist ein Geheimnis mehr. Wobei alles an der Oberfläche ist mir dann entstanden. Früher hielt ich sowas wie die heutige Rede von Günter Krause für unverständliches Worthülsengerassel. Auch heute verstehe ich nicht zwingend, wovon er eigentlich redet. Aber ich bin bemüht und wieder mal tief beeindruckt. Es gibt Leute wie Günter, die können auch mit vielen Worten abstrakte Bilder malen. Wollen das Geheimnis wahren, nicht ihr persönliches Geheimnis, denn es geht nicht um Leos Geheimniskrämerei. Sie wollen vielmehr die Sphäre des Geheimnisses wahren. Dabei geht es nicht darum, dass etwas geheim gehalten
und verborgen wird, sondern es geht darum, das Sichtbare wieder freizusetzen, den Raum des Geheimnisses. Blick, insbesondere in Raum 1, assoziiert der Betrachter konkrete Kunst aufgrund der geometrischen Struktur. Man denkt an kunstgeschichtliche Vorläufer, an die russische Avantgarde des 25. Jahrhunderts, Malevich und Lissitzky, ebenso an die der äußeren Form der Gegenstände, wie bei den Serien glasig oder metallisch, in Raum 2, verliert die Rezipientin ihr verinnerlichtes Wahrnehmungs- und Ordnungssystem. Der Fluss der Dinge und deren Widerspruch fordern von den Betrachtern, eigene Welten zu konstruieren, ganz im Sinne Ernst Blochs, sich ins Blaue zu bauen. Im Unterschied zu historischen Stilen wie Suprematismus, Konstruktivismus oder internationalen Stil des Bauhauses sucht und glaubt Leo Seck nicht an eine universelle Bildsprache im Dienste einer Kunstutopie. In immer neuen Konfigurationen treten gegensätzlich und gegenläufig angelegte Flächen zusammen, offen und geschlossen, expressiv und sachlich angegriffen und vernutzt, gesetzt und hermetisch. Im Zusammenspiel erst entfalten sich ihre Potenziale und instrumentieren einen reichen orchestralen Klang, in dem sich Zukunft und Vergangenheit vereinen. Leo Seck teilt, ordnet verunsichert, sagt dem Betrachter, lass uns gemeinsam ordnen, teilen und sogar reflektieren. Insofern sind Leo Secks Bilder bedeutsam, nicht bedeutungsvoll, sondern freigesetzte Artikulationen. Das hier gezeigte Werk von Leo Seck ist eher konzeptioneller und, ja, wir wollen es so nennen, demokratischer Natur. Als tragendes Medium seiner Bildklänge wählt er das Tafelbild im traditionellen bildtechnischen Verständnis. Insofern wird überdeutlich, was Theo von Duisburg über das Handwerk sagt. Es ist, als wolle er Leo Secks Handschrift beschreiben. Das beste Handwerk ist das, das Wort Schönheit tauchte bisher noch nicht auf. Es gebührt einem anderen, davon zu sprechen. Zur künstlerischen Motivation von Leo Seck ist es deshalb Platon zu zitieren. It's puzzling. I don't think I've ever seen anything quite like this before. Dann kann man den Ding, wollen wir nur ein bisschen bewegen? Denken, ja.
Also, dann werde ich es auch registrieren. Ja. Fragen rübergeht, ja. Dann weise ich hier auch hingehen aus dem Bild, ja. Mein abschließendes Wort zum Sonntag. Es hat mir sehr gut gefallen, bei Leo 6 Finissage Augenzeug zu sein und zu filmen.